Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Und ja, wir hatten ja hier letztens schon so ein paar Sachen gemacht. Wir haben, glaube ich, Wyvern gejagt. Genau. Und das nächste auf unserer Liste ist Yennefer beim Megaskop helfen. Ich glaube, die ist hellauf begeistert, uns zu sehen, nachdem wir sie so vernachlässigt haben. Ach, ein bisschen nur. Ja, heute erwartet euch ja ein bisschen Hauptquest, bisschen Nebenquest, wie immer halt natürlich, ne? Ich glaube, Nebenquest, das ist jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal nur Hauptquest. Ja. Zumindest bis das hässliche Endline erledigt ist. Ja, meine ich. Heute machen wir halt die Hauptquest zu Ende. Dann vielleicht doch eine Nebenquest, je nachdem, wie es die Zeit erlaubt. Auf hier. Und ja, wir sind gerade hier in Kaer Morhen angekommen wieder mit Umama. Umama, nee, der heißt einfach nur Uma. Uma, ja, aber er schreit die ganze Zeit Umama. Umama. Er ist einfach geil. Ich liebe ihn. Er wird mein neuer Klingelton. Ja, das ist ein Maskottchen, was man nicht verlieren möchte. Oh, mir kommen gerade jede Menge Erinnerungen auf von Witcher 1, weil man hier in Witcher 1 beginnt. Man muss durch diese Tür oder durch eine Nebentür, muss man hier rein in den schönen Saal, der letztes Mal nicht so schön aussah. Ja. Ja, wie ihr auch vielleicht seht, haben wir die Anzeigen jetzt alle ausgeblendet, bis auf die Minimap. Ach du Scheiße, wollten wir die Lebensanzeige echt ausblenden hier? Ja, mal gucken, wie es läuft, ne? Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. So, hatte ich noch irgendwas, was in die Kiste kann? Ja, das. Hier, das kann auch da rein. Aha. Okay. Das war's dann. Was rein kann. Steigen wir erstmal. Ja, ja, da haben wir ihn schon. Da ist er schon. Juhu! Laser. Ich fühle mich mit Oma unterhalten. Wie kann ich dir helfen? Uma, da, damit kannst du ihm helfen. Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare. Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Umama? Wie er schreit. Ja. Ich glaube, das soll ja heißen. Ja. Existieren Universale? Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Er ist genauso wie I am Groot. Aufschlussreich. Ich auch. Es ist wie Groot. Jeder versteht ihn. Ja. Wiedersehen. Mama. So, dann gehen wir mal zu unserer lieben Triss, die garantiert im Gästezimmer Platz gefunden hat. Garantiert. Wir rennen natürlich erstmal hier vor den Tisch, weil wir es können. Das ist korrekt. Verdammt. Die Burg haben sie umgebaut, seit ich das letzte Mal hier war. Na? Die Schweine, die sollen die umbauen. Sie ist pompös, die Burg. Ja, gefällt mir richtig. Das zieht wie Hechtsuppe. Altes Bauwerk halt, ne? Da war es nicht so noch mit Abdichten und alles. Da war Bau, wie du kannst. Ja. Das sind so die Anfänge von Ark. Ja, ja. Er will diese Kiste nicht untersuchen. Toll, jetzt habe ich wieder Alkohol mitgenommen. Alkohol kann man nie genug kriegen, außer in Witcher. Irgendwann werden wir keine Tränke mehr brauchen können. Und dann werden wir den suchen, den Alkohol. So, jetzt geht's endlich. Auf der Minimap zeigen die es auch an, ob das jetzt oben oder unter ist, von welcher Ebene. Sehr aufschlussreich. Ja, hätte ich ein paar Folgen vorher auch schon gebraucht, danke. Ich erinnere mich daran. Ja, wo ist die Scheißhöhle denn? Oben oder unten? Fluch nochmal, du Stück Scheiße! Wir kommen später nochmal. Oh, sollten wir wirklich da hochgehen? Ich weiß es nicht. Ich auch. Gucken wir erstmal. So, gucken wir erstmal gerade drüber. Auf das macht so. Deckung! Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen.
Beruhige dich. Musst du dich abreagieren? Bitte, aber nicht an mir. Such dir ein anderes Opfer. Ich weiß nicht. Schmeiß doch noch ein Bett aus dem Fenster. Ha, ha, ha. Also doch lahme Witze? Wollen wir lieber vernünftig reden? Können wir machen, wenn du willst. Ich meine, was ist denn in dich gefahren? Bist du so erpicht darauf, dir Wesemir zum Feind zu machen? Nein, ich war erpicht darauf, nicht in einem Bett zu schlafen, in dem du Triss gevögelt hast. Mehrfach. Einmal. Weißt du was? Wir sollten diese Diskussion beenden, bevor ich etwas sage, was ich bereuen werde. Nein, wir sollten das vertiefen. Ich würde gern hören, was du zu sagen hast. Tatsächlich. Na schön, dann hör zu. Du hast meine Freundin gefickt. Über ein Jahr lang. Ich weiß nicht, was der Hexerkodex dazu sagt, aber gewöhnliche Leute würden es vulgär nennen. Gemein, widerlich. Ich versuche nicht daran zu denken. Das blöde Bett hat es schwierig gemacht. Das war's. Das ist halt passiert. Yen, ich hab dir doch gesagt, ich hatte das Gedächtnis verloren. Und ich die Geduld. Was? Ja. Moment, warum? Achtung, Achtung! Wo kommen wir raus? Bestimmt am Arsch der Welt. Boah, ist die mies. Wo sind wir? Ich möchte wissen, wo wir sind. Am Arsch der Welt. Wo bin ich? Ach, da oben bin ich. Ja. Da waren wir, da sind wir. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Das Ding können wir doch gleich mal auf den Grund gehen. Wenn sie uns schon rausgeschmissen hat, gleich das Beste draus machen. Hui, sie ist wirklich mies gelaunt. You don't say. Fest aktualisiert, Störung. Kehre zu Jennifer zurück, ne? Die teleportiert mich nur nochmal hier raus. Kommt wieder ertrunken auf dich zu? Die können ruhig kommen, die Säue. Wir haben eine propulse Armbrust. Uns kann nichts mehr im Wasser vernichten. Wir vernichten im Wasser. Ja, weil wenn wir ins Wasser fallen, werden wir auch nicht nass. Das Wasser wird Geralt. Genau. Was ist denn hier los? Nur zwei Fragezeichen. Junge, Luxus. Dann können wir uns das echt erlauben. Pass auf, jetzt gehe ich dahin, sterbe direkt. Also Level 55 oder so. Ja, viel. So in etwa. Ich weiß auch noch gar nicht, wo die Levelgrenze ist des Spiels. Ich habe mich extra deswegen nicht belesen. Einfach nur, damit ich jede Entscheidung genau abwäge. Weil ansonsten rechne ich wieder vorher aus, wie ich was mache. Was ist das? Ein Bär. Warum muss es ein Bär sein? Das ist auch neu, dass die Zeichen flackern. Oh, zwei Bären. Was ist besser als ein Bär? Zwei. Level 12, das geht. Du bist aber noch nicht bei Fragezeichen. Ab ins Wasser. Hui. Feuchter Kampf. Was ist los, Bär? Jetzt bleib da. Geh rein. Bleib da draußen, Mensch. Der eine hat sich schon wieder verpisst. Ja, er weiß, was gut für ihn ist. So, das Bärenfell behalten wir mal, weil ich habe jetzt ja schon bei meinem Spielstand gesehen, dass es durchaus Rezepte gibt, wo man das braucht. Na. Ja, natürlich. Behalten bis zum geht nicht mehr. Wir wollten uns ja noch die Bärenrüstung irgendwann mal machen. Ja, und was dafür brauchen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir Bärenfell auf jeden Fall brauchen für das verbesserte Greifenschwert. Naja. Das Rezept haben wir zwar noch nicht gefunden, aber... Kommt noch. Maybe. Es kommt noch wie die Drachen in Game of Thrones. Ja, das sowieso. Die Drachen von Game of Thrones. Sie kommen auch irgendwann, nachdem die Serie fertig ist oder so. Reicht ja auch. Was will man mehr? Machen wir einen kleinen Hindernislauf hier. Wieder ein bisschen was fliegen. Bewachter Schatz. Oh, bewachter Schatz. Okay. Bewachter Schatz finde ich jetzt nicht so gut. Helfen, oh. Jetzt. Und ein Waldschrat. Und ein Waldschrat. Okay. Den hatten wir noch nicht. Er kommt auf dich zu, ganz smooth. Level 20, Junge.
Guck mal, dass du mit Art oder so drankommst. Ich will, dass die Wölfe wegkriegen. Ach, siehst du? Beim Kampf wird die eingeblendet, die Lebensanzeige. Nee, das. Wow, geh weg. Wenn du die aushast, dann wird die nicht eingeblendet. Die wird so oder so mal ein bisschen ausgeblendet. Das weiß ich ja noch, weil ich es bei uns auch schon gesehen habe. Aber sie war doch gerade ausgeblendet, oder nicht? Ja, ja, aber das ist, wenn du halt längere Zeit nur in der Welt rumgeisterst, dann wird die auch ausgeblendet. Nein, auch beim Laufen. Guck mal gleich. Ja, nee, auch wenn du halt. Ach, ja, okay. Ist ja auch was. Ich meine, ich hätte sie ja wieder eingestellt bei mir im Dingens. Walschrate hinzugefügt. Ja. Knick da kaputt. Da war er weg. So, jede Menge Fett. Ah, die Symbole haben sie jetzt auch geändert auf der Karte. Nee, dass die roten Punkte in X waren, wenn sie zu unten waren, das war schon vorher. Ja, ja, aber jetzt haben sie es noch ein bisschen verfeinert. Jetzt sieht man es deutlicher. Nee, das liegt vielleicht auch nur am Fernseher. Vergiss nicht, wir gucken hier gerade auf 30 cm größer. Ja, stimmt. Das ist nicht zu unterschätzen. So, ab zum bewachten Schatz. Scheiß auf das Fett. Ach, da. Großes Havok-Rune, bla bla, Ketwendischer Gamsun. Gucken wir mal, ob es rüstungstechnisch nicht gelohnt hat. Joa. Ja. Nice. Oh, verabschieden wir uns wieder von der Greifrüstung. Die war aber nicht verkaufen, weil wir ja wissen, dass es jetzt verbesserte gibt. Das heißt, die wandert nach Rauch in der Truhe. Der Jürgenglöfe wieder, Runstein, wie immer. Wie üblich. Oh, sogar bessere Handschuhe. Oh, endlich wieder normale Handschuhe. Endlich. Heureka. Ich schwöre, das hat voll Ohrwurmpotenzial, die Mucke. Für mich noch schlimmer als für dich, weil ich höre dich schon 3 Teile lang. So. Na, kehren wir mal wieder zu Yennefer zurück. Ja, vorher will ich aber eben schnell noch meinen Alchemie reingucken, weil ich glaube, für Waldschrat hatten wir das auch schon. Ja. Ja, absolut. Es fehlt uns noch. Ach, natürlich hat die dumme Sau uns jetzt kein Waldschratmuttergen gegeben. Natürlich nicht. Ne? Natürlich. Sonst wäre es zu leicht. Das wäre ja sonst zu leicht. Weiß Gott, wo wir sonst noch wieder einfinden. Aber ist ja auch egal. So. Aus reiner Neugierde will ich jetzt einfach nur wissen, wo das zweite Fragezeichen ist. Da oben. Wo? Da oben. Oh, mitten im Schneegebirge. Wäre vielleicht was für dich später. Ja. Könnte man mal machen. Gerald, stecke dir das Schweißschwert weg. Das sieht ja sonst verkehrt aus. Ach, du weißt, mit einer offenen Klinge darf man rennen. Erstmal eine Runde Himbeersaft, ja, das ist wie mit Scheren und so. Komm, hier ist so schön freiläufig. Wenn wir hier nicht plötzlich. Da ist wieder Plötze im Einsatz. Wenn Plötze den Weg zu uns findet. Wenn sie nicht wieder Sex mit irgendwelchen Gegenständen im Umfeld haben möchte. Wer weiß, wie Plötze wieder drauf ist. Ja. Wir haben ja gesehen im letzten Part, wie sie drauf sein kann. Wenn sie will. Ja, klar. Wenn sie will. Wenn sie will. Wenn sie will, dann geht sie richtig hart dran. Ja, dann ist es richtig hart. Beweg dich! Blitze. Das ist nur Wasser. Keine Sorge. Ich habe mich neulich übrigens mit einem Kollegen darüber unterhalten. Von wegen, wie Plötze denn auf alle Inseln und so mitkommen könnte. Mhm. Er meinte, der sucht sich da jedes Mal eine andere Plötze. Das würde ich sogar glauben. Hab schon Plötze. Hütte am See? Wo ist der scheiß Bewegungspunkt? Dann benutze ich den, um nach Kaer Morhen zu kommen. Da vorne. Das würde ich sogar glauben, aber das Problem ist ja, dass man sich das Pferd ja nicht sucht am Anfang. Naja. Also das wäre eigentlich nett gewesen. Ja, erstmal jetzt hier noch ein bisschen Drive-by machen. Wenn er sich wirklich auf so Inseln und so das Pferd suchen müsste, das fände ich mega nice. Es hätte zumindest atmosphärisch was. Und es würde halt auch erklären, warum auf einmal überall die Plätze da ist. Ja, klar. So, dann wieder rein, wieder hoch ins Zimmer. Wahrscheinlich jagt sie sich da oben immer noch in der Luft. Hoffentlich. Scheiß Hexe. Ja, aber... Die Hexe, ja, ne? Dass die uns jetzt so weit wegteleportiert hat, hätten wir den scheiß Wegpunkt jetzt nicht gefunden. Ja, sag mal eben, aber ich bin da ganz ehrlich, ich war schon immer ein Triss-Fan. Also ich mag Yennefer nicht wirklich. Ja, es geht. Vom Aussehen her klar, aber die ist mir zu komisch. Und ja klar, sie ist sehr eigen, ne?
Ja, sie ist sehr dominant. Triss ist auch sehr eigen, aber halt nicht so eigen. Und ich weiß nicht, auch in den Büchern fand ich Triss eigentlich immer besser, also war ich eher so auf Triss Seite als auf Jens Seite. Vor allem das liegt auch daran, jetzt hier wieder Insider-Wissen, Jen hat Geralt in dem Sinne auch eine längere Zeit über beschissen, weil die sich noch mit so einem anderen Zauberer, war die auch noch zugange am Rumvögeln, okay, hast du nicht gesehen. Und die beiden, und er und Geralt haben sich nachher sogar haben sich geschlagen um sie und so. Aber trotzdem, das hat die trotzdem mit beiden rumgeorgelt. Die konnte nicht einem von beiden treu sein, die musste unbedingt beide haben. Deswegen mochte ich Jen nicht. Da ist Triss so ein bisschen anders. Also vielleicht liegt es auch daran, ich glaube, Triss ist auch ein wenig jünger als die gute Jen. Die gute Jen ist ja auch schon über ein paar hundert Jahre alt oder so, das weiß man ja nicht. Und ich glaube, Triss ist auch ein bisschen jünger und es kann sein, dass die sich noch so Illusionen hingibt von wegen wahre Liebe und so ein Scheiß, ne? Also, es könnte sein, dass das der Grund ist. Aber deswegen war mir Triss eigentlich immer sympathischer als Jen. Ja, klar. Ich sag mal so, Yennefer ist halt ein bisschen dominant. Bisschen. Das ist nicht das Problem. Und sie will einfach nur ihren Kopf durchsetzen. Ja, aber ich fand das halt in den Büchern immer schlimm, von wegen, ja, dass sie Geralt quasi verbietet, jeder Frau nachzugucken. Ja, ja, so ist jede Frau. Und quasi selber da am Rumorgeln ist. Ne? Und das fand ich halt so, ne? Also so ein bisschen heuchlerisch. Ja, klar, aber 90% der Frauen haben so eine Einstellung halt. Ne? Geralt, willst du was sagen? Du sagst nichts Falsches. Was für ein Blick. Die Aussicht von dort war spektakulär. Hätte ich dich 2 Meilen höher teleportieren sollen. Atemberaubend, die Aussicht. Zum Sterben schön. Junge, wollt sie mit mir anlegen oder was? Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Eskel habe ich schon geholfen. Jetzt suche ich Lambert. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Erstens, hör auf zu schmollen. Zweitens, nein, es ist nicht geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, die. Eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Ja, davon habe ich ja gerade gelesen. Du bist doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei es drum. Danke für deine Erlaubnis. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Das sieht aus wie ein EKG-Gerät von den Ghostbusters. Protestakquisitor klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Es ist ein EKG-Gerät. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Außerdem weiß ich gar nicht, was sie dagegen hat. Ja, ja, ist klar, Questgegenstände und so weiter. Ich weiß gar nicht, was sie dagegen hat, dass wir mit Triss rumgemacht haben, weil sie hat ja auch mal mit Triss rumgemacht. Okay. Ja, das sind so Zauberinnen. Also es wurde so umschrieben, dass die sich eine Zeit lang mit Männern vergnügen. Dann, also erst mit normalen Männern, dann mit... Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Ah, okay. Ich wollte sagen, der obligatorische, einmal wieder geht der Bildschirm raus, was nachher nicht in der Aufnahme ist. Ist egal. Also es wird so umschrieben, dass sich Zauberinnen erst mit normalen Männern vergnügen, dann mit Zauberern, dann mit Zauberinnen, dann mit anderen Frauen, dann mit Tieren. Mit Tieren nicht. Dann kommt so eine Phase der Selbstexperimentierung, also Selbstbefriedigung. So wurde das zumindest umschrieben und ich denke mir so, what the fuck, Alter, haben die sonst keine Probleme, weißt du? Ja, aber wenn du ein paar hundert Jahre lebst, dann willst du auch mal alles ausprobiert haben. Ja, ne? Also die legen sich da auch nicht fest. Da sind die Zauberinnen nicht so. Ja, und deswegen weiß ich gar nicht, warum sie sich so aufregt. Klar, Geralt hat mit Triss geschlafen, aber sie auch. Also es ist jetzt ja nicht so, ne? Naja. Also es könnte schlimmer sein. Immerhin ist Geralt immun gegen Geschlechtskrankheiten und sie auch. Also immerhin. Immerhin.
Sieh es positiv in deiner zauberhaften Welt. Zauberhaften Welt, Trumps. Berühmtes. Lambert, was los da? Was ist das? Brauchst du Tränke? Nee, nur Schnaps. Nein, Schnaps. Kartoffelschalen. Cool. Für meine Willkommensfeier? Das ist cool. Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Oh, die gehört. Namen an der Seite sind neu. Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Das klingt sehr begeistert. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Brechen wir auf! Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Und an dieser Stelle, sagen wir zu euch, see you guys! Ich laufe Lambert hier noch ein bisschen hinterher und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls. Es geht schon wieder los mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also bis denn, Turtle!